Leute, heute zeige ich euch mal ein neues Tutorial. Ja, nämlich Tutorial zu dem, wie installiert man eigentlich Voice Chat Mod. So, dann fangen wir auch mal an. Als erstes gebt ihr bei Google oder wo halt ihr wollt CurseForge ein, genauso wie es hier oben geschrieben ist. Dann klickt ihr hier bei CurseForge hier drauf. Dann als nächstes klickt ihr hier oben auf Get CurseForge App. Und dann kann man auswählen, mit was man downloaden will. Ich würde das orange hier empfehlen, also der ganz normale Download. Und dann habt ihr halt hier oben einen Download. Und ja. Dann habt ihr es halt gedownloadet. Als der nächste Schritt ist, irgendwo, egal was ihr verwendet, bei manchen ist es hier unten links der Download, manchen oben rechts, da klickt ihr halt dann drauf auf den Installer, der was gedownloadet wurde. Und dann müsst ihr hier noch ein paar Sachen auswählen und so. Ich mache das jetzt nicht, weil ich schon installiert habe. Dann müsst ihr dann noch so ein paar Sachen auswählen. Und ja, dann installiert es auch schon. Habt dann auch auf eurem Desktop so ein Icon dafür. Dann, wenn ihr es installiert habt, dann klickt ihr, also dann startet ihr CurseForge erstmal. Also ich habe CurseForge jetzt hier gestartet. Dann klickt ihr hier oben rechts. Also ihr müsst, wenn ihr es erstmal auf CurseForge startet, erstmal hier ein Spiel auswählen. Da klickt ihr einfach auf Minecraft, da wo Java Edition steht. Klickt ihr drauf und dann kommt da noch etwas zum Auswählen. Einfach alles Standard auswählen und so. Dann kommt ihr hier und dann klickt ihr auf oben rechts Create New Profile. Ich nenne es jetzt einfach mal Voice Mod. Ich nenne es jetzt Voice Mod 2, weil ich das schon einmal habe. Also Voice Mod, ihr könnt senden, wie ihr wollt. Nur mal so, dass ihr dann wisst, welche Ding das ist. Dann hier bei Minecraft-Version könnt ihr auswählen, welche Minecraft-Version. Ich würde für Voice Mod jetzt die neueste empfehlen. Forge, es passt alles. Dann seid ihr hier drin beim Installieren. Dann klickt ihr dann hier auf dieses Puzzle-Ding da, Symbol. Und dann klickt ihr oben bei Search for Mod. Klickt ihr ein, einfach nur mal Voice Mod. Und dann seht ihr schon Simple Voice Chat. Simple Voice Chat müsst ihr hinten auf Installieren klicken. Und man installiert es auch schon. Und jetzt, wenn ihr hier in euer Profil mal hier reinklickt, dann seht ihr, dass das installiert ist. Ist auch schon installiert, kann beim ersten Mal alles länger dauern. Dann klickt ihr auf Play, dann öffnet sich hier der Minecraft Launcher. Und ab dem Minecraft Launcher sollte das klar sein. Hier, die Version habt ihr automatisch ausgewählt, Voice Mod 2. Einfach starten, bla bla bla, spielen. Und dann startet das Ganze auch schon. Und jetzt noch zu ein paar Einstellungen im Spiel. Bis gleich. So, hier in Minecraft ist es eigentlich richtig einfach. Ihr könnt euch selbst eine Welt erstellen. Oder ihr geht bei Mehrspieler und fügt schnell meinen Server hinzu. Ich zeige euch das jetzt im Mehrspieler, nämlich auf meinem Server. So, dann hier zu den Einstellungen. Da müsst ihr noch ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel, Leute, ein kleiner Tipp. M ist stummschalten und N ist hier zuhören, stummschalten. Dann könnt ihr hier einmal in den Einstellungen was einstellen, nämlich am besten erstmal, jetzt nervt es hier. Also am besten dann hier in den Einstellungen einmal ein paar Sachen einstellen. Ich würde euch Geräuschunterdrückung empfehlen. Das müsst ihr machen. Sprachaktivierung müsst ihr machen. Sonst funktioniert das nur über irgendeinen Knopf. Das Reden, also ich würde euch empfehlen, Geräuschunterdrückung, Sprachaktivierung, Mikrofon würde ich euch empfehlen, dass ihr euer Mikrofon auswählt und euren Lautsprecher. Das würde ich euch empfehlen. Und dann seid ihr auch schon ready. Wie gesagt, M stummschalten, N stummschalten, dass ihr andere hört. Genau, das war's dann auch schon. Leute, ich hoffe, ihr habt das Tutorial verstanden. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, dann kann ich das nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Aber ja. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Kakao. Leute!